Farmvlog. Jo, ich wollte mal wieder eben am Ladewagen weitermachen. Ich wollte vorne die Abstreifbleche noch mal im Teil tauschen. Da sind noch einige kaputt. Ich habe auf jeden Fall auch noch welche nachbestellt. Also die irgendwo gebrochen sind oder so, die kommen jetzt einmal alle neu. Und dann ist Ruhe. Hier links sind noch zwei, glaube ich, die geschweißt wurden. Aber ja, ich mache die einmal neu. Dann ist das, dann hat man Ruhe. 6 Stück habe ich nachbestellt von den Abstreifblechen. Und die werden dann wohl mal irgendwann mal hier eintrudeln. Ja, Schrauben und so sind ja auch da. Die sind gestern noch gekommen. Da sind die alle. Und der Karton geht auseinander. Naja. Ja. Kettenschlösser und hier das Seil, was oben noch drüber her soll. Ketten sind noch nicht da. Abwarten, ob die nächste Woche eventuell irgendwann mal kommen. Wenn sie nächste Woche kommen, mal schauen. Irgendwann werden sie wohl hier eintrudeln. Noch habe ich ein bisschen was zu tun hier. Irgendwann muss ich die auch haben. Jo. Wie gesagt, ich wollte hier noch eben anfangen von den Abschweifblechen was ausbauen, vielleicht auch schon mal einbauen. Eine Zinke muss ich hier auch noch neu machen, habe ich noch gesehen. Ja, 6 Zinken sind da noch. Dann sind da noch ein paar auf Ersatz. Aber gut, ich habe es bis jetzt noch nie gehabt, dass welche abgebrochen sind. Die ich jetzt getauscht habe, die habe ich abgeflext, weil ich da ein Abschweifblech einmal getauscht habe. Und dann sind 3 Zinken rübergesprungen. Und ja, dann liefen die quasi in der falschen Bahn. Ja. Und die da mal eben so wieder rüber tüdeln, das wollte auch nicht. Ja, habe ich gesagt, komm, einmal Flex ran und gut ist, dann kann es weitergehen. Ja, genau, und das Blech hier vorne, das nehme ich auch runter. Das soll hier nochmal lackiert werden. Und ja, dann muss das Holz nochmal kommen, kann das neu. Ja, genau, die Bretter, die sind alle lackiert. Die müssen nur noch trocknen. Gut, wir haben jetzt minus 2 Grad. Ja, das dauert eben, bis das richtig trocken ist. Gut, gut, Hauptsache sitzt irgendwie drauf, ne? Ob es trocken ist oder festfriert, ist ja an sich egal, ne? Aber ich wollte sowieso mit dem Holzboden drauf basteln, noch eben warten, bis ich hier vorne die Abschweifbleche alle neu habe. Oh, da Schlauch. Weil jetzt komme ich da vernünftig dran. Ich kann hier einmal in der Mitte durch, beide Seiten alles losnehmen und muss nicht die ganze Zeit hin und her rennen oder so. Deswegen warte ich mit dem Holzboden noch eben. Ja. Derzeit kann es auf jeden Fall noch trocknen und bis die anderen Abschweifbleche da sind, dauert es noch eben. Was habe ich noch? 4 Stück hatte ich noch. Hier wird da liegen. Aber wie gesagt, da wollte ich noch eben mit anfangen. Und nebenbei noch Livestream laufen lassen von Country Life Germany. Ist ja Pflicht. Haben ja Sonntagabend. Da muss ich eben mitlaufen. Jo. Genau, Link unten in der Videobeschreibung. Und ja, einmal vorbeischauen, lohnt sich. Und ich mache hier mal am Ladewagen weiter.
Hier geht es ein bisschen langsamer voran. Da hinten machen die feine Demo. Ich bin gerade auch schon mal, ich glaube, dass man sowas hören kann, so verstehen kann. Ja, Mikro habe ich jetzt nicht mit. Aber, ja, muss mal eben so gehen. Wie gesagt, da vorne fahren jetzt welche von der Demo oder vom Generalstreik. Und saugeil. Ich kann es nicht anders sagen, das ist saugeil. Gerade bin ich auch nochmal bei so einer Truppe vorbeigekommen. Und da kam noch ein Krankenwagen vorbei. Das hat hundertprozentig geklappt. Also einmal an die Jungs Riesenlob. Das war echt Hammer. Auch an die Pkw-Fahrer, weil die auch direkt an die Seite gefahren sind. Das hat auch, also was ich so sehen konnte, hat das mega geklappt. Hundertprozentig, also echt mega. Ja. Wir haben hier Samstag noch eine Rundumleuchte bestellt, so eine, mit Magnetfuß und Akku. Ja, kurz vorher natürlich eben oben, oben aufs Dach gepackt. Ja, weiß ich, vielleicht könnt ihr da jetzt so ein bisschen was sehen. Da blinken sie alle. Ich finde das so was von hammergeil. So muss das und nicht anders. Ja, also ich sag mal so, wenn man da ein bisschen näher drankommen würde jetzt, wäre natürlich fein, aber ja, sind jetzt ein paar Autos vor mir und ein Bus und so. Lässt sich jetzt nicht ändern. Aber gut. Ich sag mal so, das was ich jetzt in der Woche so ein bisschen nebenbei aufnehme, ich schmeiß die Kamera immer irgendwo vorne hier ins Armaturenbrett und dann lasse ich ein bisschen mitlaufen. Ja. Ich sag mal, wie gesagt, was ich filme, auch was ich davon mitkriege, dann kommt ins Video. Ansonsten, ja, wenn mal nichts kommt, dann kommt eben nichts. Ja, natürlich auch eine riesen Schlange hinter mir. Also Wahnsinn. Wollen wir hoffen, dass die Leute mal ein bisschen wach werden und dass da hinten in Berlin, dass da auch mal ein bisschen was ankommt. Dass die mal ein bisschen was merken, aber boah, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt noch nicht auf Insta und so geguckt, also ich glaube nicht, dass das noch was gebracht hat. Also ich weiß nicht, ob es was bringt. Weil die, ja, die sind so hohl. Entschuldigung, wenn ich so sagen muss. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass das noch nicht was bringt. Aber gut, wir warten ab, wir gucken uns das an. Wenn es noch nichts bringt, dann geht es halt dementsprechend weiter. Ja, jetzt hält der Bus natürlich an.
Jo, ich war mal eben bei einer Mahnwache. Ja, wo ich gerade nach Hause gefahren bin, habe ich gesehen, dass sie da standen. War ich nur überlegen, hältst du an, fährst du weiter? Ja gut. Ich erstmal nach Hause gefahren. Eigentlich wollte ich erst mal ein Silo holen und so. Dafür morgen früh noch was anzufüttern. Ja. Muss mal eben hier mal rumleuchten. Mach. So. Ja, rumleuchten bei 100 km/h ist jetzt nicht so prickelnd. Da fängt es an zu wandern. muss nicht sein. Jedenfalls, ja, habe ich da mal ein bisschen Kontakt aufgenommen. Und ja, ich habe es gerade noch geschafft. Und ja, ich will hoffen, dass man überhaupt was versteht. Weil ich habe jetzt kein Mikro und nichts dabei. Nur Kamera und Drohne. Und ja, wie gesagt, Drohne, noch jemand aufgenommen von oben. Ah, das macht ja auch schon was her, ne? Ja. Dann mal am PC gucken, was, was geworden ist. Aber so, was ich gesehen habe mit der Drohne auf Handy, ja, schockt schon. Das ist schon was. Einfach mal hoffen, dass das, das da mal was bringt. Weil, ja. Nächste Woche Montag, am 15. Januar, dann geht es ja auch mal nach Berlin. Ich bin nicht da, aber ja, was man so mitbekommt, sind halt viele da. Ja, sind wir gerade mit dem Trainer mal unterwegs. Ja. Ja, sind auf jeden Fall viele, viele da. Oder wollen, gehen viele hin, sagen wir mal so. Ja. Also. Das wird voll, da kann ich mal sagen. Das kann ich sagen. Aber gut, ist auch richtig so, wenn die Politik nicht das macht, was sie machen soll. Ja, normal sind die halt fürs eigene Land, für die Bürger da und nicht dafür da, um wer weiß wie viel Steuergelder, sag ich mal, wer weiß wohin zu verprassen. Das geht nicht, Leute. Das kann ich. Ja, ich kann nicht schalten. Und ich muss runterschalten. Egal. Komm, Opelchen, zieh! ja, wie gesagt, das ist einfach Müll, was sie machen. Ja. Mal abwarten. Mehr Landung sie über. Hoffen wir das Beste. Aber wie im letzten Vlog auch schon gesagt, so Politik-Sachen wollte ich eigentlich raushalten. Aus Videos, aber jetzt im Moment, ja, das geht einfach im Moment nicht. Das beschäftigt einen selbst auch, was sie da, was da momentan Sache ist. Und ja, am liebsten würde ich selber mit auf die Straße gehen, habe leider aber keinen Urlaub. Und deswegen, ja, ist das leider so. Also, aber ja, ich versuche da ein bisschen auf Kamera und Drohnen und so festzuhalten. Irgendwie irgendwo noch ein Teil. Ja, gut, das ist jetzt nichts Großartiges. Aber so, dass man irgendwie noch einen Teil mit beitragen kann. Und ja. Ja, wie gesagt, das ist jetzt nichts Großartiges. Große Videos oder Bilder. Ich wollte was sagen, kommt mal schon mehr Trecker, aber. Das sind keine Trecker. Das sind Autowagens. Die will ich nicht. Jo, aber mal gucken, was wir gleich noch machen. Eigentlich müsste ich gleich noch, wie gesagt, Silo holen. Oder muss ich Silo holen, das mache ich definitiv. Aber eigentlich wollte ich noch am Ladewagen weitermachen. Sind auch noch wieder Teile gekommen. Mal gucken, ob scheinbar Motor von Johnny da ist. Müsste mal gucken, zu sehen, dass morgen, spätestens morgen, Johnny mal in die Werkstatt kommt, dass ich den dann fertig machen kann für TÜV. Der Freitag zum TÜV kann, weil wer weiß, wie viele Demos noch kommen oder Mahnwagen wie Oma. Da muss Johnny da auch mal hin. Einfach mit hinstellen, präsent sein.
Mal gucken. Ja. Wie gesagt, ich will hier nochmal eben kurz zu einem anderen Ort fahren, gucken, ob noch irgendwo was ist. Aber ja, ich denke mal, dass der Meister so vorbei sein sollte. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die planen, wie lange die machen und so. Das kann natürlich auch unterschiedlich sein. Ja. Aber wie gesagt, gucken wir, wie es gleich weitergeht. Und ja, ich schmeiße jetzt mal eben die Videos von der Drohne rein. Da ist noch was. Ah, ich schmeiße euch hier mal hin. Und ja, guckt euch das gleich an. Da ist noch ein bisschen was. Ja, so muss er. Ich denke mal, die haben auch Feierabend. Schalten. Ja. Da wäre noch was gewesen. Ich war jetzt auch woanders. aber gut, willst du machen, ne? Ja, ich denke mal, die werden alle so 19 Uhr, halb acht, so weit irgendwo Feierabend machen. Kann es nicht genau sagen, aber schätze ich jetzt mal. Jo. Aber wie gesagt, ich schmeiße jetzt erstmal die Videos rein, weil die so aufgenommen habe. Und ja, sehen wir uns, denke ich mal, gleich entweder in der Werkstatt wieder oder ja, mal sehen. Irgendwas wird gleich noch kommen. Wieder zu Hause. Ja, ein bisschen mal mit Drohnen habe ich aufgenommen. Und ja, es sieht schon gut aus. Das war schon eine Maßnahme. Da jetzt eine Mahnwache. Die haben jetzt nichts dicht gemacht. Man konnte da gut lang. Und ja. Aber das geht nächsten Tag noch weiter. Ich denke mal, da werden noch Mahnwachen auch noch mal straßenweit, die mal dicht sind. Denke ich mal so lange, bis sie das da hinten in Berlin mal geschnallt haben. Ja. Muss man durch. Mich stört es nicht. Also wenn morgens mal eine Kreuzung so dicht sein sollte, ist das so. Versuche ich woanders lang zu fahren, wenn es nicht geht. Ja, dann ist das einfach so. Aber wo ich da stand mit der Drohne, wo ich sie wieder starten wollte, ist da nur einer mit dem Fahrrad lang gefahren. Ich habe es nicht verstanden, was er gesagt hat. Aber das war nicht freundlich, definitiv nicht. Also die Person, die hat bis jetzt noch nicht geschnallt, wo die Lebensmittel herkommen, wer sie produziert. Und das
ey. So Leute, die kann man eigentlich nur links liegen lassen. Wir sollten mal sehen, wie sie klarkommen. Entschuldigung, wenn ich so sage, aber anders geht's nicht. Ja, so Leute wie es immer haben, die, sag mal, gegen Landwirtschaft sind. Oder gegen Landwirte oder ja. Ja, wie soll ich sagen? Klar ist das irgendwo nervig, wenn die Straßen dicht sind und so. Irgendwo habe ich auch ein Verständnis für, ja. Aber anders geht's nicht. Und ja. Irgendwie muss man mal durchgreifen und sagen, so Leute, bis hier und nicht weiter. Jetzt reicht's. Aber was man so von den Demos und so in den letzten Tagen jetzt so gehört hat, das ist ja alles friedlich abgelaufen. Jo, jetzt mal was anderes. Hier sind wieder Teile gekommen. Einmal Schrauben für die Quasbohrschienen. Unterlegscheiben hier nochmal nachbestellt. Und hier Scheinwischermotor. Mit Scheinwischer alles dabei. Scheinwischerarm. Ja. Den muss ich beim Johnny dann mal anbauen. Genau, Quasbohrenketten sind auch da. Die sind gestern gekommen. Sobald die anderen Abschreibfläche da sind, kann das hier dann wieder mit Vollgas weitergehen. Ja, ich muss mal gucken, wie ich hier jetzt beikomme. Ich wollte eigentlich morgen Abend hier noch bei. Ja, jetzt mal hier den Kurs eigentlich weiter. Ist zu spät jetzt. Fängt hier gerade an und kannst direkt schon wieder aufhören. Also ich wollte eigentlich morgen Abend hier noch eben bei, dass das hier noch ein bisschen vorangeht. Wäre fein, wenn die Abschreibfläche da. Dann könnte ich die Pickup nämlich zusammenbauen, Zinken rein, Abschreibfläche dran und fertig. Ja, und dann halt hier mit dem Holzboden weitermachen, weil der kann nämlich auch drauf. So. Quasbohrenketten drauf, Schienen drauf, fertig. Ja. Ja, und dann muss das Holz hier an den Seiten natürlich noch. Wobei, eigentlich muss der Ladewagen morgen eben raus. Weil eigentlich muss ich den Johnny fertig machen, dass er Freitag zum TÜV kann. Wäre vielleicht sogar noch wichtiger. Gucken wir morgen mal eben. Johnny sollte eigentlich nicht viel sein. Nochmal kurz die Bremse nochmal entlüften, weil das ja mal auseinander war. Soll eigentlich auch nichts kommen, weil ja, Bremse funktioniert. Scheinwischermotor muss dran. Ja, und dann eigentlich sollen wir übergewaschen werden, aber mal gucken. Ja, aber ich würde sagen, das ist was für das nächste Video. Mal den Johnny fertig machen. Dann vielleicht mit dem Ladewagen hier weitermachen, aber definitiv nicht vielleicht. Jo, ja, mal gucken, ob es nochmal was von den Demos gibt oder Mahnen machen oder ja. Irgendwas wird es wohl geben, aber dann werden wir sehen. Ja, aber dann würde ich wieder sagen, danke fürs Zuschauen.